wollen Sie schon lange mal Ihren Garten oder Ihre Terrasse wieder mal so richtig auf Vordermann bringen, liebe Zuschauer? Dann geht es Ihnen so wie Familie Nusser aus der Nähe von München. Dafür haben Sie sich Männer vom Fach geholt. Die Gartenretter, die sollen es richten. Mit schwerem Gerät und vollem Körpereinsatz gehen die Jungs diese Woche bei uns in der Drehscheibe ans Werk. Ja, und heute legen sie los. Unkraut übersäte Wiese, verfaulte Hecke, marode Garagenauffahrt und abgewohnte Terrasse. Der Garten von Familie Nusser ist alles andere als ein Freizeitparadies. Ein Fall für die Gartenretter. Das sind Alois Weitel und sein Familienbetrieb mit den Söhnen Michi und Flori. Für sie heißt es ab heute pflanzen und verpflanzen, verlegen, hieven, basteln und für neues Grün sorgen. Gärtnerchef Alois Weitel trifft die Hausherrin zur Vorbesprechung. So, werden wir mal schauen, was wir in den Garten alles umändern. Die Thuja-Hecke, die hätte ich gerne weg, weil die auf die Straße wächst. Auf den ersten Blick grün und saftig, beim näheren Hinschauen verdorrt und faulig. Die Hecke muss raus. Nächster Punkt, die marode Garagenauffahrt soll verbreitert werden. Dafür muss das Mülltonnenhäuschen umgesetzt werden. Wollen wir schon mal ein bisschen aufpassen, dass die zerbrechen, die Tonnenhäuser, weil wenn schon etwas älter sind, dass da keine Risse drin sind und die nicht einfach einmal kaputt gehen. Auch die abgewohnte Terrasse mit den Fliesen aus den 80er Jahren ruft nach einer Rundumerneuerung. Den Wein will die Hausherrin aber unbedingt behalten. Das Problem, er ist mit dem Sichtschutz verwachsen. Den will Heike Nusser aber auch loswerden. Den Wein, den können wir eigentlich recht gut erhalten, weil er ist eben über da oben rausgewachsen. Die werden wir halt so gut wie es geht weg. Ein paar Trauben werden wir natürlich verlieren. Für Schnecken ist der unkrautübersäte Boden ein Paradies. Doch der wird jetzt durch Rollrasen und Blumenbeete ersetzt. Und dann hätte ich natürlich gerne noch da so ein Highlight, wenn man hier rausguckt. So ein Wasserfall und mit so einem Druck davor. Tag 1 auf der Baustelle. Der Garten muss komplett entkernt werden. Michi Weitel rollt voller Elan heran. Dann reißen wir es an. Lichtschutzelemente weg. Der ist eh schon locker, da ist ja Hopfen und Malz schon verloren. Also die raus, die bleiben natürlich stehen, weil die sind fürs Dach. Der Wein soll erhalten bleiben. Und ja, dass man das halt vorsichtig vielleicht mit der Motorsäge irgendwie da wegschnitten, dass man halt das Feld unter dem rausziehen kann. Auf die Motorsäge können Lukas und Christoph bei dieser morschen Wand verzichten. Ja, die können wir da und da rausreißen. Eigentlich schon. Jetzt kommt der Boden auf der Terrasse dran. Fliesenheben statt Fitnessstudio. Zahlt sich das Training bei dir wieder aus, oder? Im Team kommen die Jungs schnell vorwärts. Nur ein Pfosten streikt. Jetzt zieh raus. Sauber. Das ist halt auch wieder Pfusch. Normalerweise, das Holz darf man nicht einbetonieren, weil das gammelt dann genau hier weg. Also man muss normalerweise erst so einen Eisenschuh setzen. Und dass der Holzbalken keinen Kontakt zum Beton hat. Nach der Terrasse geht es auch der Hecke im vorderen Garten an den Kragen. Christoph schafft zuerst den Zaun aus dem Weg. Mit dem Bagger legt Michi sofort los. Oh, da ist ja die Mauer noch vom Nachbarn. Mauer und Baggerschaufel, das weckt bei Michi schlechte Erinnerungen an seine letzte Baustelle. Da war so eine Wäschespinne gestanden. Und ich natürlich auch wieder alles mit dem Bagger rausgerissen und dann die Wäschespinne unten an den Betonkalk gefahren. Und dann fliegt mir die Matz genau hier in den Bagger rein. Und also die Eisenstange auf den Hebel drauf und der Bagger schwenkt nach rechts und mit der Schaufel in die Hauswand rein. Da stehst du natürlich wieder auch wieder, Depp. Jetzt geht was. Jetzt ist es. So ist es hier. 20 Meter Hecke mitsamt Wurzeln machen die Gartenretter dem Erdboden gleich. An der Stirnseite macht Michi eine seltsame Entdeckung. Eieieiei. Ein zweiter Zaun versteckt sich im Geäst. Einer war innen drin und einer außen. Ich wüsste aber auch nicht, warum, habe ich auch noch nie gesehen. Deshalb schaut er erstmal, wo der Zaun verankert ist. Am Müllhäuschen wäre das fatal. Wenn ich das jetzt an der Säule anreiße und ist da irgendwie mit festgemacht, ist natürlich das beste Stück kaputt. Doch der Zaunpfahl steht frei. Das letzte Stück Hecke kann gefällt werden. Und mit dem Zaun macht Michi kurzen Prozess. Gärtnerlehrling Lukas hat auf der Terrasse inzwischen den Boden ausgehoben.
Hat er gut gebuddelt. Ja, das hat er schön gemacht. Das Ganze ist wieder zumachen. Der Wein hat die Abrissarbeiten an der Terrasse gut überstanden. Der Rest des Gartens ist kaum wiederzuerkennen. 8 Stunden zuvor und jetzt. Zum angestrebten Gartenidyll ist es aber noch ein weiter Weg. Vorstellen kann ich es mir auch schon, weil wir haben es ja so geplant. Ich hoffe, es sieht dann so aus, wie ich es mir vorstelle. Die letzten Aufräumarbeiten, bevor die Gartenretter sich morgen um den Wiederaufbau kümmern.